Der kreativen Köpfe auf einem Fleck. Design, Produkte, Ideen und deren Macher. Hier gab es nur das Beste vom Besten. Die Elite der Kreativwelt ließ sich feiern und zeigte ihr Können. Das ließ sich sogar Vizekanzler und Wirtschaftsminister Philipp Rösler nicht entgehen. Ich finde Design erstmal persönlich sehr unheimlich spannend. Und es hat natürlich auch eine wirtschaftspolitische Komponente, gar keine Frage. Ich glaube, bei vielen Produkten, wo der technische Inhalt ähnlich ist oder manchmal sogar gleich, spielt das Design die entscheidende Rolle. Doch zurück zum Anfang. Bereits zum 20. Mal kürten die Macher des Red Dot Design Awards die besten Ideen und die herausragendsten Arbeiten in 21 Kategorien auf dem Gebiet des Kommunikationsdesigns. Über 6000 Arbeiten aus 43 Ländern wollten die begehrte Trophäe. Initiator Peter Seetz weiß allerdings, worauf es wirklich ankommt in der Welt der Kreativität. Ich denke, das Wichtigste für die kreativen Designer ist, dass sie entspannt sind. Dass sie nicht sozusagen einfach nur immer mit aller Gewalt den Erfolg wollen, sondern dass sie aus einer Lockerheit heraus gestalten. Ein Erfolgserlebnis der Extraklasse gab es vor allem für das Team von 601 Bisang. Direkt aus Seoul eingeflogen gab es für die südkoreanische Agentur den Red Dot Agency of the Year. Als ich das erste Mal von dem Award gehört habe, wollte ich unbedingt dabei sein. Ein großer Wunsch ist für mich in Erfüllung gegangen, zumal der Preis zum ersten Mal an eine asiatische Agentur gegangen ist. Feiern konnte ebenfalls Mercedes-Benz, denn nicht nur die Agenturen wurden gekürt, sondern auch Unternehmen, die sich auf ihre frische Ideen einlassen. Wir haben ja eine sehr, sehr alte Marke, eine sehr, sehr wertvolle Marke. Die gilt es ein Stück weit zu bewahren, so wie sie ist, aber wir wollen natürlich sie auch ein bisschen weiterentwickeln. Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt gerade die letzten 2 Jahre eigentlich sehr, sehr viele bisschen progressivere, innovativere Kommunikationsideen auch gesucht und deswegen natürlich auch da den Agenturen den Freiraum gegeben. Und deswegen freut es uns sehr, dass wir dass die Arbeit belohnt wurde heute. Der Red Dot Design Award, zweifelsohne das perfekte i-Tüpfelchen und eine Bestätigung einer außerordentlichen Leistung. Kein Wunder, dass anschließend die Party bis in die Morgenstunden ging. Schließlich gab es ja genug zu feiern.